Kammer, Speisekammer. Ich frage ja nur ungern, aber Essen. Hat sie gerade gesagt, dass nichts da ist. Oh gut. Die Stadt ist menschenleer. Man hat mich ohne eine Krume zurückgelassen. Ich brauche Nahrung, um das zu überleben, dass ich zurückgelassen wurde ohne eine Krume. Überleben? Und was dann? Ich meine, ich könnte auch einfach dich essen. Das lass mal meine Sorge sein. Zerbrich dir lieber den Kopf darüber, wie du mich am Leben hältst, du Arsch. Aber was ist, wenn die Leute zurückkommen? Nehme ich ihnen damit nicht weg, was sie zum Leben brauchen? Ui. Ja. Du meinst, ob du sie bestiehlst? Vielleicht, aber das ist nur gerecht. Ich meine, die sind alle doof und sie haben mich all die Jahre bestohlen und sowieso sind weggegangen, ohne eine Krume. Jetzt sind sie dran. Ja. Was haben sie dir gestohlen? Vergiss es. Such mir etwas zu essen. Plündere die Tankstelle oder den Kindergarten oder irgendwas anderes am Stadtrand. Da gibt es immer etwas zu beißen. Der Besitzer hat einen Speziallieferanten vom Festland. Ja, weißt du, so weiße Pakete. Und als Festländer sollte Stehlen ja kein Problem für dich sein. Ne? Ihr seid ja moralisch eh alle total unter. Aller. Falls dich Gewissensbisse plagen, kannst du mir auch bringen, was die Natur zu bieten hat. So ein Rohrkolben zum Beispiel. Das ist vielleicht mühseliger, aber dafür kannst du nachts besser schlafen. Ich werde sehen, was ich tun kann, weil du ja nicht sehen kannst. Deshalb werde ich tun, also sehen, ne? Nimm dir das Brecheisen aus dem Schuppen, das du schon gefunden hast, falls du das noch nicht getan hast. Oh. Es hilft dir vielleicht dabei, an die etwas widerspenstigen Orte zu gelangen. Der Kindergarten zum Beispiel, der ist mit Eisen und Mauern und so weiter, ne? Oh je, oh je, oh je. Kannst du mir mehr über die wütenden Stimmen erzählen, die du gehört hast? Es war windig. Der Schneesturm braute sich bereits zusammen, aber ich hörte Rufe. Einen Schrei. Also was jetzt, Rufe oder Schrei? Später gab es Gerüchte in der menschenleeren Stadt, dass jemand in dieser Nacht in der Stadt aufgetaucht wäre. Mehr als eine Person. Eine Frau und einige Männer. Einer der Männer wurde gefunden. Gefunden? Man fand ihn am nächsten Morgen tot auf. Der war lecker. Und die Frau, die deren Stimme du gehört hast? Ich bin mir nicht sicher. Die Stimmen waren schwach. Der Schneesturm zog sich zusammen. Schon bald waren da nur noch Wind und Dunkelheit. Und ja, weil ich ja eh nicht... Der Schrei, stammt er womöglich von der Frau? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Es war alles dunkel. Es ist alles verschwommen. Ich meine, ich habe mir dann irgendwann die Augenbinde aufgesetzt und davor habe ich nur super gesehen, aber jetzt ist es alles verschwommen. Was soll das denn wieder? Also, ich meine, wir sind jetzt einen Tag da ungefähr. Zwei Tage, wie viel haben wir übernachtet? Nicht großartig lange. Sie sagt, dass die Leute schon lange weg sind, dass also die Stadt halt mordsverlassen ist. Aber die Frau, die mit uns hier abgestürzt ist, ne? Die hat Gerüchte verursacht, dadurch, dass sie mit Männern da rum ist. Also, es ist doch Unfug. Du sagtest, da waren noch andere Fremde. Sie kamen nach der Nacht, in der die Lichter erschienen, angekrochen. Ich habe sie gehört. Ein Murmeln in der Stadt. Da wurde mir noch aller Klatsch aus der Stadt zugetragen. Sie hatten Angst. Einige von ihnen kamen von den Highways. Sie sagten, es gebe dort noch andere. Bereits erfroren. Bereits tot. Warum? Da sagt sie jetzt Highway. Bleiben Sie in der Stadt? In der alten Schule. Da gab es noch einen Kohleofen. Blieben sie nicht. Sie schliefen im Schulhaus und warteten. Wow.
Erbarmen. Und das fanden sie auch. Das verstehe ich nicht. Ich bin vom Festland. Deshalb verstehe ich das nicht. Du wirst es verstehen, wenn du es findest. Das Erbarmen. Das liegt eigentlich in der Schublade. Muss man nachschauen. Was? War da nicht noch? Hä? Story? Vertrauensstory abgeschlossen. Was ist das denn jetzt hier? Oh, über mich das so reden. Hä? Was ist. Hä? Was ist denn das jetzt? Gegenstände geben, kann ich oder. Hä? Stock. Verband. Man kriegt. Ja, das ist super, ne? Also, wenn du möchtest, dass dir jemand vertraut, dann schenk ihm einfach Haufen Zeug, alles Mögliche, dann vertraut er dir. Ne? Egal, ob man irgendwie moralisch wertvoll oder wie auch immer. Ne? Hauptsache materielles Zeug. Warum geht das jetzt hier nicht rüber? Nichts, hä? Ja, was sagt denn das Tagebuch? Fülle die Speisekammer der grauen Mutter mit Lebensmitteln, um sie vor dem Hungertod zu bewahren. Plündere alles, was du in deiner Umgebung finden kannst. Einige Nahrungsquellen sind leichter zu finden als andere. Optional, brich in die Tankstelle ein und plündere Vorräte. Ja, also man soll alles plündern, aber optional ist es, dass man die Tankstelle plündert. Naja. Ist möglich, selbst Elaine in dem Milton. Sie scheint mehr zu wissen, als sie vorgibt. Möglicherweise kann sie dir verraten, was mit Astrid geschehen ist. Nebenstory? Ein paar kühne Einwohner Miltons ahnten, dass etwas Schlimmes passieren wird und haben Vorräte in der Stadt versteckt. Finde die Notiz, die dich zu dem Verstecken führt. Suche ein Geheimversteck mit den Anweisungen auf der Höhlenversteck-Notiz. Was? Hä? Suche ein Geheimversteck mit den Anweisungen auf der Höhlenversteck-Notiz. Im Sturm verirrt, Gesangsbuch, Mitteilung des Priesters, Notiz zum Höhlenversteck. Unter einem Felshaufen in einer Höhle beim Funkturm sind Vorräte versteckt. Wir haben hier die Notiz, so wie wir sie gelesen haben. Wo noch irgendwie angefangen wird, Rätsel aufzubauen. Ne? Da hatte ich auch schon gesagt, das ist jetzt eine Notiz, die wir da gefunden haben, sprich die da hinführte oder die woanders hinführt. Wie auch immer. Dort drin steht, von wegen, du weißt schon, der Ort, ne? Da wo wir immer die Stellen beobachten. So, ja, okay, Rätsel, kann man herausfinden. Jetzt, wenn man da drauf geht, steht hier, unter einem Felshaufen, in einer Höhle beim Funkturm, sind Vorräte versteckt. Also entweder packt man doch diese Information in den Text, dass man es direkt rauslesen kann, oder lässt es weg, damit man halt einen Text hat, der ein Rätsel aufgibt. Oder? So, und jetzt ist noch einer zurückgelassen. Rucksack in einer Höhle. Das ist doch, ey. Was? Achso, das war ich. Glaube ich. Ja. Also, ist ja einfach merkwürdiger Blödsinnzeug. Das ist doch ein Wahnsinn. Nun gut. Story. Hilfe unterwegs, Festländer. Du nennst mich immer Festländer, warum? Weil du doof bist. Du bist ein Fremder, ein Festländer. Du bist einer von ihnen. Du gehörst nicht hierher. Du bist von drüben, das weiß ich ganz genau. Du riechst nach Festländer. Das stimmt. Aber du klingst dabei so wütend. Vor Jahren, während des Zusammenbruchs, haben wir alles verloren. Die jungen Leute verstanden nicht, wie abhängig wir geworden waren.
Einige haben sich vielleicht mit unserer Abhängigkeit vom Festland abgefunden. Ich aber habe keine Lust auf eure Reste. So gut kenne ich die Geschichte nicht. Die haben wir im Kindergarten nicht so oft gehört. Es überrascht mich nicht. Ihr Festländer interessiert euch doch nur für euch selbst. Ihr seid alle gleich. Ich kenne alle von euch. Alle, die ihr da wohnt. Ja, wunderbar. Naja, es ist auch okay. Dann können wir mal schauen. Die Zeit ist tatsächlich vorangeschritten. Und das ist ja gut. Haben wir auch Kalorien und so weiter verbraucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh. Ja. Wärmebonus, Winddichtbonus, Schutz. Okay. Ja. Wollmütze. Moment. Achso, nein, okay. Die gibt plus 0,9, die 0,2. Also ziehen wir die an, logischerweise. Was ist damit? Plus 0,9, plus 0,9. Ja, kann man da nicht noch... Nee, kann man nicht. Ja. Warum auch nicht? Dann eben so. Aber dann ist der ja fast sinnvoller, oder? Also 0,9 und 0,2. 0... Ach, was heißt dieser Pfeil nach unten? Das weiß ich nicht. 20... Naja, machen wir es so. Ne? Ja. Haben wir hier noch Sachen zur Auswahl? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier noch Sachen zur... Nein, haben wir nicht. Haben wir hier noch Sachen zur Auswahl? 0,4, 0,1. Das ist ja nicht sehr sinnvoll. Handschuhe. Gibt es nur eine Schicht? Okay. Accessories. Das muss man auch mal wissen. Jetzt haben wir die beide angezogen. Die Schuhe haben wir an. Das ist okay. Achso, das war dann okay. Du hast keine solche Kleidung. Da können wir ja gerade mal gucken, ob man das zweite Paar Thermounterwäsche. Genau. Ob wir das wieder dran ziehen können. Was haben wir da noch? Signalpatrone. Klamotten. Und dann sollten wir doch vielleicht ein bisschen schlafen. Ah ja, anziehen. Na super, das geht doch. Diese komische Baseballmütze, die bringt nichts. Also nicht so viel. Das heißt, wir brauchen sie auch nicht. Die legen wir ab. Das legen wir ab. Und sonst haben wir ja alles angezogen. Ja gut. Was haben wir jetzt? Immer eine Wärmedämmung plus 8. Ups, das wollte ich gar nicht. Ja, egal. Also gut, dann gehen wir nach oben und schlafen noch mal ein bisschen. Wir müssen... Ja, doch, ein bisschen schlafen sollten wir. Das Auge hängt so auf 7:30, das ist nicht gut. Schlafen wir mal 5 Stunden. Wir haben... Ja, das passt. 6 Stunden. Ist das zu lang? Ist das nicht zu lang? Das weiß ich nicht. Vielleicht war es zu lang. Wobei, wir haben vorher mal 12 Stunden geschlafen. Na, siehste, war nicht unbedingt zu lang. Da trinkt man nochmal Flux. Oh ja, da können wir eigentlich noch ein Stück schlafen. Oder wir nutzen den Tag. Hä? Vorne. Achso. Wie geht's denn jetzt hier lang? Da geht's lang. Moment mal, was ist denn hier noch? Ja, ist eh alles nur Zeug, was man nicht benutzen kann, ne? Ja. Ihr seht jetzt vermutlich gar nichts auf dem Bildschirm. Und ich renne hier gerade einen Blödsinn zusammen. Moment, da lang wollte ich. Genau. Dort ist Stoff, den können wir nicht mitnehmen.
Wenn ich jetzt direkt... Ah, jetzt seht ihr wieder was. Ha, schaut mal. So, da haben wir Brennstoffgedöns. Nimm das Gewehr, nimm das Gewehr, nimm das Gewehr. Warum denn nicht? So. Ah ja, das geht ja sogar. Hat mir nicht... Ach, der ist auch wieder... Ist wieder kalt, oder? Oder was soll mir das sagen? Warte mal, da schaue ich nochmal schnell. Kälte. Mhm. Ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte hier nochmal schnell vielleicht die Suppe warm machen. Und essen. Schneeschmelzen. Könnten wir auch noch einen Liter machen. Schneeschmelzen. Und dann pfeifen wir uns die Suppe rein, würde ich sagen. Wasser kochen. Machen wir nochmal einen Liter. Ja, genau. Dann gucken wir mal, ob wir die Tankstelle da finden. Geöffnet. Erhitzen. Dann haben wir dann nämlich vielleicht sogar eine kleine Wärmereserve, wenn wir das jetzt futtern. Wäre zumindest auch cool. Juhu! Nutzen. Temperatur steigt. Okay. Okay. Was war das gerade für ein furchtbar schneller Wolf? Sind die nachts schneller? Das wäre ja nicht so angenehm. Ich kann noch viel mehr Gelump da lassen, oder? Ich meine... Ja. Ich guck gerade noch, ob ich noch Gelump da lassen kann. Dann rennen die Wölfe vielleicht weg. So. So. Das hier. Ah, das nehme ich vielleicht mal mit. Aber das hier kann ich ablegen. Das da kann ich ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Das nehmen wir mit. Das kann ich ablegen. Die nehmen wir mit. Das kann ich ablegen. Das kann ich auch ablegen. Das kann ich sowieso ablegen. Die kann ich auch ablegen. Du, das mache ich jetzt die ganze Zeit hier so. Das können wir ablegen. Das können wir ablegen. Das können wir ablegen. Ja, genau. Das nehmen wir mal mit. Die zwei nehmen wir vielleicht auch nochmal mit. Ich habe jetzt eigentlich eben nicht vor, Feuer zu machen. Beef Jerky nehmen wir nochmal mit. Zur Vorsicht. Vielleicht doch mitnehmen. Wie viel Kilo haben wir jetzt? Wir sind schon, also... Wir müssen mehr Zeug loswerden. Mist. Ablegen. Was kann man denn noch ablegen? Das ist so alles so Kleingefussel. Hauptsächlich sind es die Klamotten, die halt so viel... brauchen jetzt. Und Beef Jerky und Gedöns esse ich vielleicht. Esse ich vielleicht direkt. Na komm, es wird auch nicht besser. Weil Beef Jerky ja so schnell schlecht wird, wie man weiß. Und fuck schon wieder. So, wie schaut's aus? Wolfie Wolfman. Was ist denn mit dem Hase los? Da links ist der Wolf, den ignorieren wir einfach mal. Oh, jetzt sind wir auch schon viel schneller hier. Guck mal. Ach, der Hase rennt weg. Schade.